Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Breath of Fire 3 und wir befinden uns außerhalb von Windia. In der letzten Folge hatten wir ja eine ziemlich üble Flucht aus dem Schloss und ja, sind jetzt mittlerweile wieder draußen, haben die Party wieder komplett und wir haben den Pass, um jetzt die östlichen Länder wieder betreten zu können. Yay! Naja, dafür wird uns der König und die Königin von Windia hassen, vor allem Nina. Aber gut, wir können jetzt endlich weiter. Ihr müsst jetzt uns eigentlich durchlassen. Entschuldigung, den Pass bitte. Bitteschön. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr könnt gehen. Danke. So. Das heißt, wir können wieder endlich die östlichen Länder sehen. Wow. Wie lange war ich jetzt nicht mehr hier? Etliche Videos. Aber gut, wir sind wieder in den östlichen Ländern. Ich frage mich nur gerade, ob ich auch wieder den Engelsturm betreten muss. Wir sind in Region Rapala. Rapala, 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 Rapala. Ist vielleicht jetzt ein Schiff angekommen? Genau, das will ich jetzt wissen. Ja, in der tollen Hafenstadt, wo wir kein Schiff gekriegt haben, weil Shadys und... Gott, wie ist der andere Typ nochmal? Scheiße, ich habe den Namen von den Typen vergessen. Egal, ich werde es ja gleich erfahren, wie der nochmal heißt. Derjenige, den ich ja trainieren durfte, damit er gegen... Gott, ich habe die Namen hier schon teilweise wieder vergessen. Ich weiß auf jeden Fall, mit Z fing der Typ an, der auf jeden Fall Stress machte. Ja, auf jeden Fall mussten wir halt... Na gut, ich werde erstmal die Namen in Erfahrung bringen, dann weiterreden. Aber die scheinen nicht hier zu sein. Okay, wo sind die? Sind die vielleicht in der Gilde? Ah, hier sind sie. Okay, das hier ist... Ach, komm, sprich mit mir. Ich sollte nicht so blöd rumlaufen. Wäre gut, wenn Shadys Kinder groß und stark wie ich werden würden. Aber sie kommen wohl eher nach Bait. Genau, Bait hieß der Typ, den wir trainieren durften. Da ist er, Bait. Bait ist ein Shifter. Tut mir leid, wir untersuchen die Sache gerade. Was für eine Sache? Hoffentlich nicht mit meiner ganzen Ware an Bord. Okay, Shadys, weißt du irgendwas? Ach, die haben ein Kind? Oh, okay. Diesen Weg hier. Hallöchen, lange nicht gesehen. Es ist DJ Kerr, oder nicht? Ja, und ich bin älter geworden. Und dieses Kind? Ui, es kriecht sogar. Es macht die ersten Schritte, oder? Ui, es versucht aufzustehen. Yay! Tut mir leid. Seit das Baby da ist, arbeite ich nicht mehr für die Gilde. Kann ich verstehen. Wenn es sich um Gildegeschäfte dreht, musst du mit Bait sprechen. Der ist auch gerade beschäftigt. Hallo? Und du komisches Affenvieh? Hey, sie läuft! Achso, ist eine Sie, das Baby. Aber vielleicht erzählen sie mir das ja noch, wer es ist und so. So, Bait, sprechen wir. Tut mir leid, wir untersuchen die Sache gerade. Er will wohl nicht. So eine Scheiße. Okay. Dann scheint wohl immer noch kein Schiff angekommen zu sein. Schade. Aber ich denke mal schon, dass ich hier auch irgendwas machen muss, oder nicht? Ratsch, ratsch. Ja, toll. Okay. Dann werde ich wohl wieder zu den östlichen Ländern laufen müssen. Das heißt, wieder durch diesen verdammten Vulkan laufen und... Oh Gott. Mir bleibt hier echt nichts erspart. Kann das sein? Ich habe mich eigentlich gefreut, jetzt endlich mal mit einem Schiff vielleicht rüber segeln zu können. Aber nein. Das ist die Schiffswerft von Rapala. Nur selten kommt unser Schiff nicht zurück. Nur selten kommt ein Schiff an, passt er. Ah, ist doch echt nicht zu glauben. Weiß denn keiner hier, wann... Moment. Moment. Ich guck mal hier im Inn. Hier war doch auch noch einer, der Bescheid wusste. Falls er hier noch sitzt. Ja, da ist er. Der sitzt ja immer noch am selben Platz. Hallo! Wenn ihr Bait sucht, der ist auf der Werft. Den habe ich gesucht, aber der sagt nur, dass er irgendwie gerade was zu tun hat. Und ich nicht mit ihm reden kann. Mann, ihr seid fies.
Dabei raff ich das irgendwie gerade nicht. Ich meine, ich werde dir sogar empfohlen, dass ich mit Bait sprechen soll. Und dann kann ich das noch nicht mal. Ich probiere noch ein bisschen rum, da. Ich meine, irgendwie muss da doch was klappen, oder nicht? Es sei denn, Bait hat keine Lust, oder das kommt ja später. Ich weiß es ja nicht. Leider. Okay, das hatten wir ja. Ach Mensch. Du sagst auch nur dasselbe. Ach Mann. Okay, dann werde ich wohl zu den östlichen Ländern nochmal laufen müssen, oder? Müssen halt noch etwas warten. Ja, vielleicht weiß ja einer der anderen Leute hier was. Ich spreche mal mit jedem einfach mal. Und dann sehen wir mal, ob irgendwas passiert. Jede Meister haben es schwer, was? Das Schiff wird schon wieder vermisst. Ach nee, ne? Das heißt, es gibt schon wieder kein Schiff? Vor einigen Jahren hatten wir dieselben Probleme. Das Schiff blieb aus und wir dachten, es läge am Leuchtturm. Aber es lag wohl daran, dass das Schiff eine Panne hatte. Also haben wir den Leuchtturm umsonst angeschmissen. Auch toll. Apropos Leuchtturm, ich sollte mal in diesen Feenkreis nochmal reinschauen, wenn ich mal die Zeit finde. Maschinen mögen robust erscheinen, aber sie gehen schnell kaputt. Wir wissen auch nicht, wie man neue baut. Ihr baut schon wie viele Jahre? 10 Jahre an diese Maschine und die ist noch nicht... Ach egal. Ich frag lieber nicht nach. Nicht nach der Logik fragen, das ergibt sowieso keinen Sinn. Okay. Jetzt ist die Frage, was kann ich tun? Was muss ich tun? Wo muss ich hin? Vielleicht zu Nina wechseln? Vielleicht kann Nina ja was bei Bait ausrichten. Nee, die kann auch nicht mit ihm reden. Das ist ja blöd. Warum kann die nichts tun? Ich bin irgendwie ratlos. Ich bin Bröckel, okay. Ich bin wirklich ein bisschen ratlos. Ray kann auch nichts machen, oder? Das würde mich jetzt wundern. Nee, keiner will was irgendwie. Keiner... Na toll. Na gut, dann verschwinde ich einfach von hier. Das bringt doch wohl nichts, hier irgendwie rumzugucken. Da muss ich halt, wie gesagt, wieder zu Fuß nach, Dings gehen, zum Engelsturm oder Richtung Engelsturm. Ah, hier, Angelboch. Ach Mensch, das ist echt blöd, wenn man nicht weiß, was man tun muss. Wenn man hier keine genauen Zielangaben hat. Dann ist das Ganze echt ein bisschen schwierig. Aber ich finde schon irgendwie einen Weg. Auch wenn ich den Weg jetzt nach... Ja... Darüber zum Engelsturm... Moment, hier ist die Gilde. Zum Engelsturm umsonst laufen sollte. Aber ich probiere hier mal mein Glück. Wenn ihr einen Platz auf dem Schiff sucht, müsst ihr auf eine Stornierung warten. Na toll. Und du? Na, mit dir wollte ich nicht reden. Ich wollte mit dem Matrosen da reden, der hier so rumläuft. Ich werde arbeiten, wenn das nächste Schiff kommt, ehrlich. Und wann kommt das nächste Schiff? Weiß das einer? Das dort ist das Büro der Gilde. Da gibt es Infos zum Schiffsfahrplan und anderen Zeugs. Okay, das heißt, ihr habt keine brauchbaren Hinweise. Hier laufen auch schon Kinder rum. Und das war der Platz, wo ich Bait trainieren durfte. Boah, war das eine Qual. Das könnt ihr mir echt glauben. Aber das habe ich ja Gott sei Dank hinter mir gebracht. Ja, ich würde sagen, ich verlasse erstmal die Stadt Rapala. Zum Leuchtturm nochmal laufen will ich auch nicht. Ich denke, das wird sowieso nichts bringen. Aber hier in diesem Feenkreis will ich nochmal gucken. Oder die Blumenwiese. Wir gucken, ob sich da jetzt irgendwas Neues verändert hat. Oder so. Vielleicht hat sich ja was getan. Vielleicht gibt's ja wieder was Tolles. Ich hoffe es mal. Okay, das schwarze Brett gibt's... Ah, warte, stopp, halt. Eben hat's geklappt. Ah, okay, Bevölkerungsstand 1 von 1. Sterberate 2 Leute. Ach du Scheiße. Bass wegen Nahrungsmangels und Chirp wegen Nahrungsmangels. Oh. Okay. Muss man hier die Feen irgendwie am Leben halten? Ach du Scheiße. Okay, dann schaue ich mal, ob hier irgendwas Neues
Na, mehr Büsche kann ich noch nicht sagen. Schade. Ah, okay, dann gehe ich mal hier lang. Beim Strand ist bestimmt auch nichts Neues. Hier durfte ich ja diesen verdammten Delfin bekämpfen. Der ja wirklich verdammt war. Verdammt schlimm. Aber egal. So, ich will mal mit einer Fee sprechen. Nichts zu tun, naja, ich nehm's locker. Und du, wie sieht's mit dir aus? Kallis. Da bist du ja. Du Idiot. Was hast du eigentlich getrieben? Ich bin um die Welt gereist. Du bist echt ein ganz schöner Schuft. Du weißt doch, wenn du uns alle allein lässt, werden wir sterben. Das habe ich auch gemerkt. Mach das ja nicht nochmal, du Idiot. Immer diese Beschimpfung hier. Hey. Du denkst wohl, ich bin ein Idiot, was? Kann ich auch mal was anderes sagen? Das ist hier nicht... Moment. Das ist hier nicht wie im Wald. Wir können uns nicht selbst schützen wie dort. Was willst du damit ausdrücken? Ich bitte euch inständig darum. Ihr müsst uns sagen, was wir tun sollen. Ihr braucht mich nicht, damit ich euch etwas vorschreibe, ja? Verstanden. Okay, von jetzt an hängt's von euch ab. Okay, was zur Hölle? Neue... Ach du Scheiße. Ich glaube, das, damit beschäftige ich mich ein anderes Mal. Und ich würde sagen, ich beende das Video jetzt hier erstmal. Und wir machen beim nächsten Mal weiter und gucken, wo es weitergeht. Bis dahin, auf Wiedersehen!